So, einen guten Abend wünsche ich. Heute ist der 7. Januar 2009 und ich mache mal wieder meinen Videotagebucheintrag. Heute ist nicht viel passiert, ein ganz normaler Arbeitstag, wie jeder andere Arbeitstag auch. Morgen ist frei, aber ich habe ein Paket bekommen von meiner Schwester aus Deutschland. Weihnachtsgeschenke. Ein bisschen spät, es war mit dem Schiff unterwegs und wurde vom Zoll aufgehalten. Aber guckt es euch an. Super cool. Kekse. Kekse. Kindergezöns. Spekulatius, Weihnachtsgebäck, Karamellbonbons, Haribo. Heiße Tasse von Erasco. Yeah. Zwei Bücher. Und ein super Spielzeug. Also damit habe ich heute erstmal unsere liebe Ishikawa-san vergnügt. Guckt es euch an. Also, wir haben hier eine Katze. Ne? Moment, ich muss sie mal kurz aufziehen. So, da ist sie. Oh nein, sie kann hüpfen. Ja. Ich wette, die funktioniert auch sehr gut als Minenräumgerät oder so. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es jetzt in allerhand Situationen ausprobieren. Ishikawa-san hat sich drüber gefreut. Ja. Achso, morgen ist ja frei. Das bedeutet, wir wurden eingeladen, mal die Umgebung von Ikono zu erkunden. Und dann sind wir morgen den ganzen Tag unterwegs, ne? Gehen auch ins Onsen rein, ist leider nur mit dem Auto erreichbar, obwohl es ziemlich nah ist, aber da es so krass auf dem Berg liegt, kann man da nicht hingehen und es gibt auch keinen Fußgängerweg hin, sondern nur eine Autostraße. Ja, und erkunden einfach so, was hier so in der Gegend los ist, touristisch. Wird bestimmt eine spannende Angelegenheit, wir sind den ganzen Tag unterwegs. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu berichten. Morgen gibt es wahrscheinlich mehr. Und damit verabschiede ich mich dann schon mal von meinem Tagebuch für heute. Und wünsche euch einen schönen Tag und habt Spaß. Wir versuchen auch Spaß zu haben. Ne? Dann macht es gut. Ne? Auf Wiedersehen.